Im Jahr 1925 begann unter der maßgeblichen Führung des Vizeadmiral AD von Trotha zunächst in getarnter ziviler Form der Wiederaufbau der Schnellbootwaffe. Mit 6 alten LM-Kriegsbooten sowie einem erst nach Kriegsende fertiggestellten Boot wurden erste Versuche durchgeführt. Nach Wiederherstellung der Fahrbereitschaft begannen systematische Erprobungen. Unter der Führung von Kapitän zur See Lohmann wurde eine Flottille zusammengestellt. Die ersten taktischen Versuche hinsichtlich zweckmäßiger Schnellbooteinsätze wurden von Juli bis September 1926 durchgeführt. Als sich im Jahre 1928 das Konstruktionsamt der Reichsmarine für die Entwicklung eines Schnellbootes zu interessieren begann, wurde auf Weisung des Chefs der Marineleitung, Admiral Räder, im November 1929 auf der Lürssenwerft in Bremen-Vegesack das erste deutsche Schnellboot gebaut. Es wurde am 7. Juli 1930 von der Reichsmarine unter der Bezeichnung UZ-S16 in Dienst gestellt. Bei einer Wasserverdrängung von ca. 40 Tonnen und einer Bewaffnung von 2 53 cm Torpedorohren erreichte es etwa 32 Knoten Geschwindigkeit. Mit der Umbenennung des Bootes in S1 am 16. März 1932 entstand dann die offizielle Typenbezeichnung dieser Bootsklasse in der Reichs- und späteren Kriegsmarine. Ausgelöst durch die den Flottenbau stark behindernden Versailler Bedingungen war in der deutschen Marine ein verständliches Streben nach möglichst effektiver Bauweise unter maximaler Ausnutzung der bestehenden Möglichkeiten festzustellen. Obwohl der Bau der Schnellboote nicht untersagt war, bestanden in der Marineleitung erhebliche Zweifel, wie die Siegermächte auf die Entwicklung bzw. Vorstellung dieses neuen Schiffstyps reagieren würden. Negative Erfahrungen in anderen Bereichen hatten diese Denkweise mehrfach bestätigt und führten zu einer geheimen, zivil getarnten Entwicklung und Erprobung. Im ständigen Streben nach einem Torpedobootersatz entstanden schließlich die neuen großen Torpedoschnellboote. Im Jahre 1932 folgten 4 weitere Boote: S2, S3, S4 und S5. Am 14. Juli 1932 erfolgte die Umbenennung in erste Schnellbootshalbflottille. Diese gehörte nun aus taktischen Gründen zur Flotte. Sie unterstand bis 1936/37 direkt dem Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte. Mit der Indienststellung von S6 im November 1933 konnte aus militärischer Sicht ein entscheidender Fortschritt erzielt werden. Die deutsche Marine besaß als erste Seemacht Schnellboot-Dieselmotoren mit ausreichender Leistung, welche gleichzeitig infolge geringen Brennstoffverbrauchs den Aktionsradius des Bootes bei einer gestiegenen Geschwindigkeit von maximal 36,5 Knoten vergrößerten. Es folgten nun die Boote S7 bis S13. Deren Indienststellung zwischen September 1934 und Dezember 1935 erfolgte. Am 12. Juli 1935 wurde die erste Schnellboot-Halbflottille in erste Schnellbootflottille umbenannt. Die im Frühjahr 1934 in Auftrag gegebenen Schnellboote S14 bis S17 wurden mit 3 2050 PS Dieselmotoren ausgerüstet und erreichten bei einer ansteigenden Wasserverdrängung auf bis zu 92 Tonnen bereits die erstmals fronttaugliche Geschwindigkeit von 39,8 Knoten. Sie stießen nach ihrer Indienststellung 1936/37 ebenfalls zur nunmehr auf 12 einsatzfähige Boote angewachsenen ersten Schnellbootflottille. Als die technischen und taktischen Voraussetzungen in den Jahren von 1932 bis 38 für Einsatz und Verwendung geschaffen waren, konnten auch die operativen Grenzen der neuen und jungen Schnellbootwaffe festgelegt werden. Neben den Fahr-, Schieß- und Manöverabschnitten
musste in längeren, ununterbrochenen Fahrten vor allem die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der Boote bei Wind und Seegang ausgiebig getestet werden. Die Fahrstrecke der Boote von ca. 700 Seemeilen bedeutete ein Operationsgebiet, das die gesamte Nordsee zwischen der deutschen Küste, England und Norwegen umfasste und in der Ostsee bis zu den Baltischen Inseln reichte. Zwischen Juli 1938 und Juli 1939 konnten weitere 8 neue Boote S-18 bis S-25 in Dienst gestellt werden. Mit den neuen 2000 PS Motoren erreichten die Boote nunmehr annähernd 45 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Der Standardmotor für die deutschen Schnellboote war endlich gefunden. Am 3. April 1936 bin ich als einer von 500 der Crew 36, der Seeoffizier Crew 36 in die Marine eingetreten, ausgebildet worden, wie alle anderen Jahrgänge auch. Und das endete, die Ausbildung endete mit der Marineschule in Flensburg-Mürwik. Da hat man alle Fächer gelernt, die ein Offizier beherrschen muss. Navigation, Seefahrtskunde, Seemannschaft, das sind die beiden wichtigsten Dinge des Seemannes. Dann natürlich auch Menschenführung, ganz wichtig, mindestens so wichtig wie die beiden ersten genannten. Und dazu kommt dann Seekriegsgeschichte, Mathematik, Sprachen, segeln können, also praktische Fähigkeiten. Und diese Fächer wurden alle gelehrt und geprüft und nachher bekam man eine Note und wurde in eine Hierarchie sozusagen eingestuft und wusste dann also nach dieser genauen Liste wurdest du eines Tages befördert. In höchster Fahrt geht es an den Feind. Das war natürlich für uns junge Offiziere, Schnellbootskommandant zu werden als Leutnant, das war natürlich eine ganz große Geschichte. Und wir fühlten uns sauwohl da. Wenn man bedenkt, dass man 10.000 PS im Boot hatte und mit diesen 10.000 PS alles machen konnte, was man wollte. Oft sind wir bei den Ausbildungsreisen nach Pillau gefahren und in einer Nacht standen wir am anderen Morgen in Warnemünde und das war immer noch ein ganz großes Ereignis für uns junge Offiziere. Der Kiel ist gelegt. Schotten und Spanten werden eingesetzt. Die Außenhaut wird bearbeitet. Das fertige Boot wird zu Wasser gelassen. Übernahme von Torpedos für die erste Probefahrt.
deutsche Schnellboote auf Feindfahrt. Der Geleitzug ist festgestellt. Mit äußerster Kraft stoßen die Boote vor. Die Versenkung von 22 Schiffen von insgesamt 105.000 Bruttoregistertonnen. Und das war natürlich immer hart. Das sind ja auch viele Boote draußen geblieben. Und man war immer froh, wenn man morgens im Hafen wieder einlaufen konnte. Nicht? Aber es war eigentümlich, dass man nie eine Angst gehabt hat und sagt, du kannst nicht wieder zurückkommen. Nicht? Wir sind abends aus Derna, genannt die Perle der Cyrenaika, ausgelaufen mit der dritten Schnellbootsflottille. Und wir haben schon abends von unserer Funkaufklärung den Verband gemeldet bekommen, der von Alexandrien zur Versorgung von Malta, um eben diese Insel, die ja nun sturmreif werden sollte, wieder neu zu versorgen. Es war ein Verband von 80 Schiffen, dieser Geleitzug, muss man sich vorstellen. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen großen Geleitzug praktisch erlebt. Es war also eine ganz schwierige Lage für unseren Chef und für mich auch. Ich habe dann mich von hinten, von Westen, in ihn hineingeschlichen. Im Westen war auch der dunkle Horizont. So hat mich keiner von den anderen Schiffen gesehen, wie ich quasi unbemerkt in dem Geleitzug aufgedampft bin. Ich bin an vielen Handelsschiffen, Zerstörern vorbeigefahren und schließlich von den bis zu dem Führerkreuzer, weil das mein Ziel war, den ich am Anfang auch schon gesehen hatte mit seinen Zerstörern. Und erst dann hatte ich den Entschluss gefasst, mich in den Verband hineinzubegeben, um im Verband mitzulaufen bis zum Kreuzer, um diesen zu vernichten. Das war mein Ziel. Auch das, sagen wir mal, Friedensausbildung, die mir klar wurde, wenn, dann der beste Gegner. So, wenn. Und dann das eigene Leben so hoch wie möglich verkaufen oder erhalten. Das war also entweder oder. Und wie ich dann in diese Zerstörersicherung des Kreuzers einlief, allmählich, wurde ich von diesen Zerstörern mit der Klappbuchse angemorst. Das heißt auf Deutsch, ich sollte mein Erkennungssignal geben. Ich habe dann meine Signalgeste zurückmorsen lassen. Genau wissend, das war so nachts um 12:30, 1 Uhr, ja. Das Ganze dauerte ziemlich lange, diese Unternehmung, bis ich ganz nach vorne war. Und das ist mir gelungen, dass die Zerstörer dann von mir abließen. Und so kam ich schließlich in die schon vorhin geschilderte vorliche Lage. Denn wenn ein Kreuzer, den ich nun mit seiner Fahrt, da ich ja parallel fuhr, auf etwa 800 Meter Entfernung parallel zu ihm, genau wusste, der läuft 15 Knoten. Ich lief eine Zeit lang genau neben ihm her, wusste genau, der fährt 15 Knoten. Und nun brauchte ich mich nur in eine vorliche Lage zu begeben, um meine zwei Torpedos so loszuwerden, dass sie mit Sicherheit treffen mussten. Denn sonst war ich ja verloren. Ich wollte reindrehen und in dem Moment hat er mich wohl erkannt, weiße Boote.
waren wir, waren alle weiß angestrichen. Für die dunkle Nacht war weiß gut, aber die Nacht war gar nicht so dunkel. Und der hat mich dann wohl erkannt als Silhouette. Und da wurde ihm das komisch. Und dann hat er erst den einen Scheinwerfer auf mich gerichtet. Und dann habe ich sofort, Hart Backbord, ich marschierte an seiner Steuerbordseite auf, befohlen und habe den ersten Torpedo in den ersten Scheinwerfer oder etwas vor den ersten Scheinwerfer den rechten Torpedo abgeschossen. Und der linke wurde mir gemeldet, hakt noch, der Torpedodeckel hakte noch. Ich sage nur, mach mal ganz schnell klar, nicht? Also das war alles so Sekunden. Denn ich hatte ja kurz vorher gesagt, Torpedowaffe klar, nicht? Aber der linke war nicht klar. Und dann wurde Gott sei Dank der linke aus und der kam dann genau in den Scheinwerfer rein. Ich sah, wie der Torpedo in das Scheinwerferlicht reinfiel. Und dann kam der zweite Scheinwerfer noch von hinten. Das Hinterschiff war von zwei Scheinwerfern voll im Licht auf Entfernung geschätzt zwischen 500 und 700 Meter. Ja, und dann sind wir hart abgedreht. Backbordmaschine äußerste Kraft, Mittelmaschine halbe Kraft und Steuerbord Stopp und gleichzeitig Nebelanlage klar. Ja, und dann bin ich verfolgt worden. Die Zerstörer haben sich gegenseitig selbst beschossen. Wenn Schiffe Artillerie haben, mittlere oder schwere Artillerie, die ist auf eine mittlere oder große Entfernung gut einzusetzen. Aber auf kleine Entfernung, 100 Meter, 50 Meter, 200 Meter, da helfen nur Maschinengewehre. Und die haben sie Gott sei Dank so gut wie gar nicht eingesetzt und haben sich gegenseitig mit ihren ballernden Kanonen da beschossen. Waren sie noch sehr verärgert wohl untereinander. Nicht? Na, das war alles mein Glück. Zwei Zerstörer haben mich dann verfolgt bis morgens 4 Uhr, nach 4 Uhr, immer wieder Katz-und-Maus-Spiel, aber erfolgreich. Natürlich hat der Einzelne sein Herz festhalten müssen. Der Obermaschinist, der die Maschine unter sich hatte, der kam auf die Brücke, der stand in dieser Phase sogar hinter mir, nicht? Also um mir zu sagen, die Maschine läuft oder nicht. Also es war eine wunderbare, eiserne Ruhe auf dem Boot. Und diese Mitgehen, der Alte schafft das, ja? Hieß ja nur der Alte. Das hat mir diese Kraft gegeben, nicht? Das ist ja eine übermenschliche Kraft im Moment, wenn man so das mal so einfach sagen will, ne? Die einem eben geschenkt wird oder im Moment hat, ne? Unsere U-Boot-Kommandanten haben ja viele solche Momente viel mehr gehabt noch wahrscheinlich wie wir. Nur wir waren als Schnellboote darauf angewiesen, neben dem, sagen wir mal, erholsamen Leben in den Stützpunkten, wo wir unsere Betten hatten, wo ich immer wieder gesagt habe, Kinder, wir führen den Salonkrieg, wir können uns ausschlafen, wir haben ein Hotel oder wir haben sichere Betten auch auf dem Boot. Aber wenn der Einsatz war, musste 100% der Einsatz ja auch gewährleistet sein, sonst konnte man zu Hause bleiben, ne? Als kleine Einheit, ne? In 340 Grad. Oh, jawohl. 3, 4 Dampfer. Donnerwetter. Gepflegt, gepflegt. Und Kabelfehler an alle. Geleitbahn 340 Grad.
Schiff! Packt uns aus, zwei Zerstörer! Ruhe, Kameraden! Nicht durchdrehen! An alle Dampfer angreifen! Feuererlaubnis! Ziel ist der tote Schatten vom Reich! Fahrt 7, Lage 70! Eingesellt steht! Doppelschuss! Packt und Rohr! Schüssen! Turbo und Rohr! Schüssen! Grobe See der Biskaya. Die Geburtsstunde der Schiffsgattung Zerstörer lässt sich genau datieren. In einem Memorandum der britischen Admiralität taucht am 8. August 1892 erstmals der Begriff Torpedo Boat Destroyer, Torpedobootzerstörer auf. In der Zeit um die Jahrhundertwende dachten die großen Seemächte in Schlachtschiffen. Das heißt, die Entscheidungsseeschlacht, geführt von den Linienschiffsverbänden, später als Schlachtschiffe bezeichnete Großkampfschiffe, bildeten den zentralen mächtigen Mittelpunkt der Flotten. Durch die Entwicklung des Torpedos entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine besonders für große Schiffe gefährliche Waffe für die Seekriegsführung. Mit wendigen Torpedobooten, im schnellen Überraschungsangriff herangetragen, konnte der Torpedo zum tödlichen Instrument gegen feindliche Linienschiffsgeschwader werden. Der außerdem kostengünstig zu bauende Schiffstyp des verhältnismäßig kleinen Torpedobootes würde auf Dauer auch kleineren Marinen die Möglichkeit eröffnen, militärische Macht zur See ausüben zu können.
Die zumindest theoretische Aussicht, mit Torpedobootsverbänden überlegene Linienschiffsgeschwader wirksam bekämpfen zu können, gewann zunehmend an Bedeutung. Da jedoch jede neue Waffe alsbald die Entwicklung einer entsprechenden Abwehrwaffe verursacht, kamen nun Überlegungen in Gange, dieser neuen Gefahr zu begegnen. Es entstand ein neuer Schiffstyp, der vor allem durch Geschwindigkeit und artilleristische Schlagkraft den neuen Torpedobooten deutlich überlegen war und zum Schutz der eigenen schweren Schiffe eingesetzt werden konnte. Geboren aus dem Gedanken der Torpedobootabwehr, wurde im Laufe der Zeit ein universell einsetzbares Mehrzweckkampfschiff entwickelt, das vor allem im Zweiten Weltkrieg in großen Stückzahlen gebaut, auf allen Kriegsschauplätzen Verwendung fand. Der Zerstörer als neuer Kriegsschifftyp erfüllte von der U-Boot-Abwehr, Geleitsicherung, dem Schutz eigener schwerer Seestreitkräfte bis hin zu Minenoperationen und der Sicherung des Küstenvorfeldes mehr Aufgaben als jeder andere Schiffstyp in der Seekriegsgeschichte. Um die Entwicklung der deutschen Zerstörer nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges richtig einordnen zu können, ist es notwendig, die sowohl durch das Versailler Diktat geschaffene politische Situation wie auch die in dieser Zeit mögliche technische Entwicklung in Verbindung mit der seestrategischen Aufgabenstellung zu beleuchten. Die in Versailles von den Siegermächten wohlwissend diktierte Beschränkung, dass Zerstörer nur bis maximal 800 Tonnen gebaut werden dürfen, sollte den Bau solcher Schiffe für Deutschland unmöglich machen. Die dahinterstehende Absicht der Sieger von 1918, das Deutsche Reich durch militärische Überlegenheit und damit verbundene politische Macht beherrschen zu können, ist der reale Hintergrund für diesen Knebelungsvertrag. Es verwundert daher nicht, dass eben diese Siegermächte sich nicht einmal an die im Washingtoner Flottenabkommen von 1922 selbst auferlegten Grenzen im Kriegsschiffbau hielten. Obwohl in diesem Vertrag für Zerstörer eine Höchsttonnage von 1500 Tons vereinbart wurde, gaben die in arroganter Selbstherrlichkeit agierenden Franzosen bereits 1923 sechs Zerstörerneubauten mit 2160 Tons in Auftrag. Das festgelegte Tonnagelimit wurde damit um mehr als 600 Tons überschritten. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte die deutsche Marine nahezu ihren gesamten Schiffsbestand durch Auslieferung an die Siegermächte oder Selbstversenkung ins Scapa-Flow verloren. Der Reichsmarine standen in der Folgezeit nur einige überaltete Torpedoboote aus der Vorkriegszeit zur Verfügung. Mit den Torpedobootneubauten der Raubtier- und Raubvogelklasse entstanden in der Zeit von 1926 bis 1929 12 durch das Versailler Diktat geprägte Schiffe. Sie konnten, bedingt durch die vertraglichen Bindungen, nur mit 3 10,5 cm Geschützen armiert werden. Mit ihren ca. 1000 Tonnen waren diese Boote den Zerstörern anderer Marinen hinsichtlich Kampfkraft und Standfestigkeit deutlich unterlegen. Sie konnten daher allenfalls als große Torpedoboote klassifiziert werden. Nachdem man in Versailles bereits die unzumutbare 10.000 Tonnen Obergrenze für deutsche Großkampfschiffsneubauten diktiert hatte, konnte das Deutsche Reich ebenso wenig im Bereich der Kleinkampfverbände aus den vorgetragenen Gründen eine wirksame Verteidigung praktizieren. Auf den Punkt gebracht bedeutete dies faktisch die Verhinderung jeglicher Wehrhaftigkeit. Deutschland war gegebenenfalls der Siegerwillkür schutzlos preisgegeben. Der deutschen Marine fehlte daher von 1918 bis 1932
jegliche Möglichkeit, theoretische wie praktische Erfahrungen mit dem Schiffstyp des Zerstörers zu sammeln. Der immer notwendigen kontinuierlichen Weiterentwicklung in Forschung und Technik war wirksam Einhalt geboten worden. Als die Marineleitung im Oktober 1933 schließlich die Forderung erhob, mit dem Bau von Zerstörern nach einem Amtsentwurf von 1932 Flottensicherung zu beginnen, beanspruchte sie lediglich Rechte für sich, die sich andere bereits längst genommen hatten. Da Anfang der 30er Jahre in den Planstudien eine mögliche Gegnerschaft mit Frankreich auf der einen und Russland, Polen auf der anderen Seite in Betracht gezogen werden musste, galt es, einen Zerstörertyp zu entwickeln, der vor allem für den Bereich der Nord- und Ostsee geeignet war. Die neuen Zerstörer sollten über eine ausreichende Standkraft und eine starke Artilleriebewaffnung verfügen, um den großen französischen und polnischen Typen, die teilweise über 13,9 cm Geschütze verfügten, mit Aussicht auf Erfolg entgegentreten zu können. Mit der Einführung der Hochdruckheißdampfanlage im Jahre 1934 schien eine neue, vielversprechende Antriebsvariante gefunden zu sein, die von Gewicht und der räumlichen Unterbringung erhebliche Vorteile gegenüber der herkömmlichen Nassdampfanlage bot. Die eingesparten Gewichte sollten der Verstärkung des Panzerschutzes zugutekommen, die höhere Geschwindigkeit operative Vorteile bringen. Infolge häufiger Störanfälligkeit, die Hochdruck-Heißdampfanlagen waren ohne ausreichende Erprobungen eingebaut worden, litt die Einsatzfähigkeit der neuen Zerstörer besonders unter den später eintretenden Frontverhältnissen erheblich. In dem Bestreben, den technologischen Vorsprung nicht nur aufholen zu müssen, sondern möglichst darüber hinausgehend gegenüber anderen Marinen einen Vorsprung zu erarbeiten, kamen unausgereifte Antriebsanlagen zum Einsatz, deren Probleme trotz ständiger Verbesserungen nie ganz überwunden werden konnten. Am 7. April 1934 erging an die deutschen Werke Kiel der Bauauftrag für 4 Zerstörer. Mit einer Standardverdrängung von 2230 Tonnen, einer starken Schiffsartillerie von 5 12,7 cm Geschützen in Einzelaufstellung sowie einer Flakbewaffnung von 4 3,7 cm Maschinenwaffen und 8 53,3 cm Torpedorohren in 2 Vierlingssätzen entstanden große Zerstörer mit der beachtlichen Geschwindigkeit von 38,7 Knoten. Die Fahrstrecke betrug 4.400 Seemeilen bei einer Dauergeschwindigkeit von 19 Knoten. Die ersten 22 Zerstörer der deutschen Kriegsmarine erhielten aus Traditionsgründen Namen ehemaliger Angehöriger der Kaiserlichen Marine, die sich während des Krieges besonders ausgezeichnet hatten. Konteradmiral Lebrecht Maas fiel am 28. August 1914 auf dem kleinen Kreuzer Köln im Kampf mit weit überlegenen englischen Schlachtkreuzern. Die Korvettenkapitäne Georg Thiele, Max Schulz, Paul Jacobi, Theodor Riedel und Hermann Schömann und der Kapitänleutnant Richard Beitzen waren Chefs deutscher Torpedobootsflottillen. Sie fielen nach außergewöhnlich tapferem Kampf mit feindlichen Seestreitkräften. Bruno Heinemann und Wolfgang Zenker verteidigten auf dem Linienschiff König am 5. November 1918 die kaiserliche Kriegsflagge. Sie fielen unter den Schüssen der Roten Meuterer, wurden von diesen ermordet. Der an einer Augenkrankheit leidende Hans Lodi meldete sich als Freiwilliger zum Agentendienst. Er wurde am 6. November 1914 von den Engländern in London hingerichtet. Die Kapitänleutnante Bernd von Arnim, Erich Giese, Erich Köllner, Friedrich Ihn, Erich Steinbrink, Friedrich Eckhold und Dieter von Röder fielen nach heldenhaftem Kampf oder verloren ihr Leben bei der Rettung Schiffbrüchiger. Hans Lüdemann hatte bei einer Manöverfahrt durch einen explodierenden Hochdruckzylinder tödliche Verbrennungen erlitten. Schwer verletzt gab er noch die nötigen Kommandos zum Dampfabstellen und rettete damit den anderen Besatzungsmitgliedern das Leben.
Hermann Künne fiel als Torpedomatrose am 23. April 1918 im Nahkampf. Kapitänleutnant Karl Galster fiel an Bord von S-22 nach einem Minentreffer. Wilhelm Heidkamp drehte während des Kagerak-Schlacht an Bord des Schlachtkreuzers Seydlitz mit bloßen Händen die Flutventile auf und verhinderte damit eine Explosion der Munitionskammern. Der Bootsmannsmat Anton Schmidt fiel am 1. Juni 1916 in der Skagerrak-Schlacht an Bord des kleinen Kreuzers Frauenlob. Mit der letzten noch feuerbereiten Kanone schoss Anton Schmidt, bis das Schiff unter seinen Füßen versank. Ab Z-23 erhielten die Zerstörerneubauten keine amtlichen Namen mehr. Sie übernahmen jedoch nach und nach die Traditionsnamen gesunkener Zerstörer. Durch Luftaufklärung sind feindliche Einheiten festgestellt. Berührung. Die Schiffsflagge bei der Abwehr feindlicher Luftstreitkräfte. Hinziehenden, erbitterten Gefechts versenkten zusammen mit Unterseebooten unsere Zerstörer und Torpedoboote in der Biscaya 6 britische Zerstörer und schossen einen britischen Kreuzer in Brand. Das Schiff ist getroffen. Die kämpfenden Verbände haben sich auf Torpedoschussweite genähert. Ein Fächer wird geschossen. Treffer beim Feind. Er dreht ab. Unsere Schiffe setzen die Fahrt fort. Die Männer im Maschinenraum stehen im Gefecht. Jetzt hängt viel von der Höhe ihrer technischen Ausbildung ab. Sie haben die Kräfte zu meistern, die in den Schiffsmaschinen liegen. Torpedoboote auf Feindfahrt in der Nordsee. Zur Sicherung gegen feindliche U-Boote wird Zickzackkurs gefahren.
Um die Boote möglichst lange an der Front zu halten, wird auf See von einem Tankdampfer Brennstoff übernommen. Ein Norweger wird gestoppt. Die Papiere sind in Ordnung. Das Schiff kann seine Fahrt fortsetzen. Als Spähtrupps zur See überwachen die schnellen Boote alle Bewegungen der neutralen und feindlichen Schifffahrt. Die Entwicklung der deutschen Zerstörer war von Beginn an durch politische wie auch materielle Schwierigkeiten gekennzeichnet. Bedingt durch die zu kurze Erprobungsphase wurden in schneller Folge zahlreiche Entwürfe für die verschiedensten Aufgabenbereiche konzipiert. Mit der sechsten Zerstörerbaureihe Z-35, Z-36 und Z-43 war es bereits nach nur 7 Jahren Entwicklungszeit gelungen, einen neuen, hochmodernen Zerstörertyp zu entwickeln, der allen vergleichbaren Typen anderer Marinen weit überlegen war. Der immer zu geringe Schiffsbestand der Kriegsmarine verhinderte jedoch die Umsetzung des technologischen Vorsprunges in einen militärischen Vorteil. Der deutschen Kriegsmarine fehlte während des Zweiten Weltkrieges ein einfacher, standardisierter, in großen Stückzahlen schnell zu bauender Schiffstyp für die Übernahme der klassischen Zerstöreraufgaben. Während die Briten und Amerikaner einfache Zerstörertypen in großen Stückzahlen bauten und damit auf Quantität setzten, wurden in Deutschland, bedingt durch die Materialknappheit, technisch hochentwickelte Schiffstypen in viel zu geringen Stückzahlen gebaut. Der Versuch, die materielle Unterlegenheit durch den Bau von Großzerstörern Narvik-Klasse mit Kreuzerbewaffnung ausgleichen zu können, führte zu für diese Zerstörer zu schwierigen Aufgabenzuteilungen. Im Einsatz gegen feindliche Kreuzerverbände zeigte sich deutlich, dass die deutschen Zerstörer, obwohl artilleristisch gleichwertig, solchen Gegnern aufgrund mangelnder Standfestigkeit nicht gewachsen waren. Die wenigen zur Verfügung stehenden deutschen Zerstörer standen, soweit sie einsatzfähig waren, im ständigen Einsatz gegen einen in etwa im Verhältnis 1 zu 100 überlegenen Gegner. Manchmal waren an einem gesamten Frontabschnitt nur 3 Zerstörer einsatzbereit. Umso höher sind daher die Leistungen der deutschen Zerstörerfahrer im Zweiten Weltkrieg zu bewerten. Ständig mit unzureichenden Mitteln ausgestattet, war die Kunst der Improvisation oft das einzige Einsatzmittel. Ihre maßgebliche Teilnahme an der größten Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte, der Flucht über die Ostsee, wird unvergessen bleiben. Deutscher Seestreitkräfte gelangen die Frachtdampfer sicher in ihre Bestimmungshäfen. Dank für die Überfahrt.